Ja, das kann ja nur ein erster Bayer sein. Dafür kriegt er einen ersten bayerischen Reisepass. Im Namen unserer allerheiligsten Majestät, Maximilian Josef von Gottes Gnaden, König von Bayern und so weiter, verleiht das Landgericht zu Mautendorf dem königlich bayerischen Ingenieur und Kommissär der Vereinigten Bruderschaft zu Damsweg, Anton Zerrigo, das Recht, sich 3 Jahre lang unbehelligt im ganzen Bayern Land aufzuhalten. Mautendorf, den 23. Januarius 1811. Vielen Dank für diese Aufenthaltsgenehmigung der nächsten 3 Jahre in Bayern. Brezen, Bier, ist ja noch nicht fertig. Noch ein. Noch ein. Dann sage ich ja nichts mehr. So, jetzt muss euch der Bayer bist, lieber Vater Kommissär, kannst sagen, was für ein guter Dammsäger dass du bist. Und entscheid du, ob wir unser Landgericht wieder vom Mautendorf nach Damsweg zurückrühren. Wir dürfen recht schön drum bitten. Und dafür braucht er unsere Bürgersfrauen, der Frau Kommissär, ein Streichel Blumen. Da hat es mich ein bisschen in die Zwickmühle versetzt, als früherer und eigentlich jetziger Mautendorfer und Damsweger. Das ist natürlich schwer für mich. Aber eins sage ich euch, die Ruine oder die Burgreihe Klaus Eck gehört noch eindeutig nach Damsweg. Und so sage ich schon, dass das Recht wieder nach Damsweg kommt. Auch ich fahre ja mindestens jede Woche 3 Mal durch das Tor durch, beruflich, weil ich viel in der Steiermark gefahren habe. Und wir dauern schon gewaltig, wenn das so bleibt. Bleibt treu den alten Sitten und ich denke, es müsste wieder runter, noch besser.